Was geht ab, ihr geilen Städtchen? Und hallo und herzlich willkommen bei Hand auf Platz. Hallo. Wir spielen heute We Were Here Together. Das heißt, Max und ich werden Koop spielen. Ich glaube, das haben wir noch. Doch, wir haben eine Folge Raft gespielt. Da haben wir auch Koop gespielt. Stimmt. Aber sonst. Ich meine, wir nehmen ja auch jetzt. Immer schon auf die Fresse. Ja, tatsächlich. Wobei in den 4 Jahren, na gut, sowas wie Putzfrauen oder so. Aber so würde ich nur zu zweit, glaube ich. Echt nur das Rafting, ja. Ja, die eine Folge. Ja, wir können nicht genau sagen, wie schnell die Folgen hintereinander kommen werden sollte. Max und ich werden versuchen, das Spiel, sofern es auch bei euch gut ankommt, durchzuspielen. Und die letzten Spiele haben so immer so 1,5 Stunden gedauert oder 2. Ich wollte gerade sagen, klingt jetzt so krass, so ja, 120 ja. Parts. Deswegen, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Teil 3 jetzt nicht spontan auf einmal auf 36 Stunden gesprungen ist. Man kann im Game noch ein bisschen Audio einstellen, oder? Bestimmt. Ich bin in einem Bett, Bram. Jo, ich bin im oberen Bett. Hä? Nein, ich. Ah, du bist auch im oberen Bett? Oh, das heißt, wir liegen beieinander? Weißt du nicht? Ja, willst du vielleicht einmal kurz, vielleicht für meine Zuschauer, so das Spielprinzip? Ja, klar, genau, also das Spielprinzip ist basiert halt quasi auf einer Art Escape Room Prinzip. In Teil 1 und 2 war es halt so, dass zwei Leute in so einem Turm gefangen waren und der eine war halt, sag ich mal, auf der linken Seite vom Turm, der andere auf der rechten Seite vom Turm und du konntest nur durch Zusammenarbeiten beider Türme die jeweiligen Räume lösen. Ja, genau. Also so ein bisschen wie Portal oder so, wem jetzt vielleicht Escape Room nichts sagt. Also man muss halt zusammenarbeiten, um Rätsel zu lösen. Ja. So, und ich bin jetzt auch mal in die Küche gelaufen. Sorry. Ich hoffe einfach mal, dass du aus dem Gang rauskommst. Jo, da kommst du. Moment. Krass, wie kann ich denn meinen... X und Z ist es, glaube ich. Jo. Genau, und V wäre halt Ingame-Voice-Chat. Ja. Aber das haben wir auf TS ausgelagert. Ja, nice. Okay, wir sind offensichtlich in einer gemeinsamen Bude. Ja. Irgendwo... Scheint gerade ein Unfall oder so zu sein. Wahrscheinlich irgendwie Arktik oder so. I don't know. Ah, hier kann man schon drücken. Hier an diesem, an dem Gerät, hier an dem Funkgerät. Du könntest halt, ich könnte das Rad in die Hand nehmen. Für die Tür, hier vorne rechts. Welches Rad? Ach, hab ich das bei dir nicht in der Hand? Ach so. Nee, nur ein Funkgerät. Ich hätte gedacht, ich kann es aber nicht mehr ablegen. Ich hab bei mir wie nennt man das? So ein Türöffner hier in der Hand. Okay. Ja, also das mal. Hier quasi, was hier an der Tür auch ist. Ja, okay. Ich hab's jetzt auch in der Hand. Ja, das kann man und hier halt ranmachen. Das Funkgerät höre ich halt. So. Ja, kann man das denn daran machen? Ich meins geht nicht daran. Doch, doch deins schon. Achso, ich hab ein Plus als Zeichen. Ich hab anders, pass auf, hier ist ein Minus. Du bist blau, drin. Ich bin rot wahrscheinlich. Also mein Rad war auch rot. Ist deins blau? Nee, meins ist auch rot, aber pass auf, wenn du hier an die Tür hier gehst, ja. Dann siehst du hier, die Schnittfläche ist ein Minus. Ja. Oder so eine gerade. Ja. Meins ist Plus. Ah, was war denn meins? Kann ich hier wieder rausnehmen? Nee. Ja, aber ist hier vielleicht noch eins drin? Ah, hier geht's auf jeden Fall weiter. Hier haben wir auch eine fette Karre. Jo, könnte man einsteigen. Das kann man noch aufmachen. Also. Anscheinend haben wir irgendwie Kommunikation. Oh, get in können wir tatsächlich. Lol, okay. Hier kann man raus. Also anscheinend hat man auch irgendwie Kommunikationsprobleme. Innen drin war ja so eine Funkstation. Hier ist, glaube ich, hier, das könnte für dich passen. Hier kann man auch ein Rad anbringen. Ist das ein Plus? Nee, das ist so ein Fünfeck. Ah, weil, pass auf, an der Garage hängt nämlich ein umgedrehtes Dreieck mit der Spitze nach unten. Okay, das heißt, wir müssen die unterschiedlichen Räder jetzt auch finden. Deswegen wirst du wahrscheinlich, wenn du dich jetzt ins Auto setzt, nicht losfahren können, weil die Garage noch zu ist. Dann können wir mal probieren. Jo, ich sollte jetzt besser nicht da rumspielen. Ja, hier aber das heißt, diesen Gegenstand will ich ja brauchen. Hier kann man aber auch an ein paar Hebeln ziehen. Ja, mach mal. Ja, immer ziehen. Hey, ist das Escape Room, wa? I shouldn't be fooling around with this right now, okay. Okay. Gut, irgendwie kann man... Müssen wir vielleicht erst das Funkgerät reparieren, dass man das klar hört? Ja, also... Weil du kannst die Frequenz einstellen, wa? Ich schätze, dass man wahrscheinlich jemanden finden muss. Und dafür brauchen wir auch die Karre und müssen das Ding reparieren.
Ich gucke mich gerade noch ein bisschen um in der Küche und so. Ja. Hier oben irgendwas drauf? Okay, man kann auch ein bisschen klettern. Also egal, welche Knöpfe ich drücke, an diesem Funkgerät passiert gar nichts. Ja, dann fehlt vielleicht irgendein Transmitter oder so. Könnte sein. Die eine Tür kriegen wir nicht auf, weil da ein Minus drin ist. Ja, vielleicht doch da noch draußen? Ja, genau, ich wollte gerade vorschlagen. Vielleicht gehen wir einfach mal draußen ein bisschen herum. Aber offensichtlich können wir jetzt raus, juhu. Ja. Warte, hier ist noch... Achso, ja, das ist die Garage. Genau, das ist das mit dem Dreieck nach unten. Guck mal, hier kann man hoch. Kannst du auf mich drauf jumpen, so wie bei Counter-Strike? Ne, ich jumpe nicht rein. Okay. Ne, schade. Warte, hier an der Seite? Aufs Dach? Oh! Yo! LOL! Okay, not bad. Oh, yo, okay. Hier ist auch der Plus. Ja, es ist... So, rein. Guck mal, das sieht auch danach aus, als ob man hier die, den Empfang ein bisschen umstellen kann, die Antennen. Sind das Antennen? Jo. Du kannst ja halt die Nummer einstellen. Ah. Wir haben die Nummer als. Da war irgendwas Blaues auf dem Display. Ja, soll ich mal unten gucken? Ja, der hat die Nummer auch unten gesagt. Ja, okay, ich geh mal runter, du bleibst oben. Jo, geh mal. Okay, bleib hier. Nice. Voll lucky, einfach da hochzuspringen. Nein, nein, ist nicht lucky. So. Ich meine, der sagt das die ganze Zeit. Er sagt gerade nichts. Also achso, wahrscheinlich, weil ich das umgestellt habe. Ja, ich Moment, ich stelle dir auf. So? Ja. Out there. Can't go back. Our coordinates 47, 45. And 9 by Echo. Beta 4. 4, 11. Okay, what? Okay, warte, ich schreib's auf. Ich habe hier einen Block. Siehst du aber, da ist jemand, ne? Der sitzt in einer Klemme, Alter. Ja, ne, müssen wir helfen, wenn du schon mit. Mit nochmal sagst. Gut. Also 49? Ja, aber. Ja, 47. 45. And 9 bei Echo. Beta 4. Und 47. Ne, 411. 411. Okay, pass auf, ich verändere jetzt mal die Frequenz um ein. Warte mal, ob der ganz kurz. 9 bei, was hat er nochmal gesagt? 9 bei Echo. Ja. Hörst du jetzt auch noch was? Ich habe hier mal oben die Frequenz geändert. Nee, ich höre nichts mehr. Dann geh ich mal weiter. Ich habe noch ein paar Frequenzen. Jetzt höre ich wieder. Ah, okay, immer wenn ich keine... Jetzt habe ich die rote Frequenz. Aber das Ding ist, er redet ja über Koordinaten. Ja, ich weiß, aber ich dachte, vielleicht gibt man auch Frequenzen, die oben noch was anderes zu hören, weil immer wenn du den hörst, wird auf meinem Bildschirm hier nichts angezeigt. Okay. Und immer wenn du den nicht hörst, gibt es halt eine blaue Gamma-Linie oder eine rote Infrarot-Linie. Ja, aber das Ding jetzt ist... Jetzt dürft ihr wieder hören. Guck mal, standardmäßig, als wir gestartet haben, haben wir ihn ja schon gehört. So, ja. Und wir haben ja jetzt alle Informationen. Wir haben ja seine Position. Wollte, ja, ja, warum absolut, stellt man, warum wissen, muss man das überhaupt noch umstellen? Ne, muss... achso, ja, gute Frage. Vielleicht um bestimmte andere Informationen zu bekommen? Ja, weil, also, was du ja nicht siehst, aber zum Beispiel, wenn da steht, also da sind die Zahlen ausgeschrieben. Da steht schon zum Beispiel 40, dann Klammern, Punkt, 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 7. Also vielleicht ist es irgendein 49 und dann 7. Ob das da was fehlt. Ah, weiß, okay. Weiß ich das aber heißt, nicht. Ist jetzt nur... Und jetzt steht da wieder was anderes? Willst du mal runtergehen und das dir angucken? Ja. Ich glaube, ja, das geht am schnellsten. Dann gehe ich mal hoch. Moin. Hallo. Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Oh, Scheiße. Okay. Dann heißt, wir müssen ihnen im Zweifel helfen. So, wenn du da oben jetzt... ich glaube, du kannst von der anderen Seite auch einfach hochlaufen. Also, ich glaube nicht, dass du über diesen Irrsinns-Jump machen musst. So, aber das Ding ist... Okay, jetzt sehe ich das auch mal hier oben. Was zum Fick? So, und du hast halt diese anderen farbigen Wellen. Und nur wenn du keine Welle oben hast, höre ich hier unten was. Also jetzt? Genau. Okay, jetzt hörst du was.
Ja, und ich kann halt diese zwei Knöpfe drücken. Aber wenn ich hier Knöpfe drücke, verändert sich da bei dir irgendwas? Hörst du jetzt was? Ja, hier hat sich... Oh, okay. Pass auf, ich habe jetzt einen anderen Kanal. Da müsste auch was kommen, aber du musst unten ändern. Mach okay. Mal die Spitzen höher. Die Wellen höher. Ja, noch mehr? 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 Ja, so. Jetzt müsstest du was hören. Ah, tue ich auch. Radio. So. Radio, echt? Einfach nur stinknormales Radio. Okay, aber es gibt noch mehr Sender. Pass auf. Okay. Okay, jetzt müssen die Wellen ganz, ganz klein und ganz viele, also auf engem Raum. Ja, Moment. Noch kleiner, eigentlich wahrscheinlich so klein wie geht. Super, super klein. So, ja, so ist gut. Jetzt eng zueinander. Ja, mehr, bis du was hörst. Ja, komm schon. Okay, ein höher, die Wellen. Ja, so. Ist wieder Radio. Nur diesmal hören wir anderen Song. Geil. So, dann stehe ich mal weiter. Okay, jetzt so bleiben, aber die Spitzen einfach ganz hoch. Ja, was heißt ganz hoch? Ja, ich sag dann Stopp. Stopp. Oh, ein zurück, zwei also, zurück. Eins zurück. Noch ein? Ja. Und jetzt auseinanderziehen ein bisschen. Hörst du nichts? Nee. Dann bist du auseinanderziehen. Mach mal ganz lang. Jo. Oh. Jetzt! Siehst du, da hat wirklich was gefehlt. Jo. Okay. Ja, wiederhol. Ja. Wiederholt er es auch? Okay, ja. Nice. Charlie 753, Beta 754, Delta 195, Echo 169, Beta 2 481 und den letzten habe ich nicht gehört. Okay. Moment, das ist gleich wieder soweit. Und Charlie 2 ist 447. Okay. Soll ich jetzt einfach mal stark davon aus, dass wir denen helfen wollen? So rein vom Spiel. Gab's noch eine Frequenz oder haben wir alle durch? Achso, ich glaube, also müssen wir jetzt nochmal ausprobieren. Bin ich mir nicht sicher. Ja, dann gerne nicht kurz hoch und gucken. So, ich hab's nochmal zur Kontrolle, ne? Auch ich hab's auch einfach nochmal aufgeschrieben. Dann macht der nächste besser. Dann geh ich nochmal ganz kurz gucken, ob es jetzt nur drei Sachen gab. Hä, hey, aber hier wurden hier auch meine Wellen angezeigt, ne? Oder nee, erst nur eine Trips. War. Ah, okay. Jo, es gibt noch einen letzten. Okay, dann go. Ein Stück auseinanderziehen, die Wellen. Noch ein Stück. Okay, und jetzt kleiner. Noch kleiner. Und so. Noch ein Stück auseinander, glaube ich. Achso, okay. Oh, hoppala, jetzt hab ich mich verklickt. Triffst du schon? Das sieht ziemlich identisch aus. Moment. Kleiner, mal hin und her. Also Höhe stimmt? Nee, Höhe stimmt, aber auch der... Also die sind genau übereinander. Jetzt hast du es zu eng gemacht wieder. Mach vielleicht nochmal einen kleiner? Du verarsch mich, ne? Nee, ich verarsch dich. Was hab ich davon? Nee, ohne Spaß. Also yeah. Wenn du die... Noch einen kleiner jetzt, ja? Okay, einen kleiner. Genau, so. Lol, jetzt hab ich was. Mucke. Ah, jetzt hast du auch was. Ah, auch nur Mucke. Okay. Ja, aber so bayerisch. Okay. So Buffdata Oktoberfest, geil. So. Lass mal drin. Jo, jetzt höre ich das auch. So, noch einen gibt's nicht? Nee, noch einen gab's nicht. Okay, gibt's auf der Pier-Seite noch was? Ja, wir können uns noch weiter umgucken. Guck, wir müssen ja irgendwie auch die Karre in Gang bringen. Und wir müssen ja noch das Rad finden für die Tür. Jo. Wahrscheinlich noch mehrere Räder, auch für die Garage und so. Kann man ins Wasser springen? Ah, man kann echt hin einfach hochgehen. Ja, hier auch nicht. Ah, hier ist so eine Hintertür. Kann man die aufmachen? We don't do ex. Ah, okay. Ja, dafür brauchst du wahrscheinlich das Auto. Ja, das ist die Tür fürs Auto. Aufs Eis gehen kann man nicht? Nee, da ist so eine Art unsichtbare Wand. Haben die wieder hier Entwicklungskosten gespart, ne? Ja. Mann, ich mag das auch nie, wenn die Wände unsichtbar sind. Also du kommst auch da hinten noch nicht zu diesen beiden Zylindern, wo du dein erstes Rad brauchtest. Da ist auch einfach da eine Art unsichtbare... mit Öffnungsrad meine ich. Also wie nennt man das eigentlich?
Was? Oh, der LKW, hier die Pumpen kann man mittlerweile ziehen. Oh, ich hab was. Ich hab ein eingeeistes Rad draußen gefunden. Okay, cool, wo? Neben dem Steg. Neben dem Steg, komm ich mal schnell. Ach, die Zylinder, die hatte ich gar nicht gesehen. Kann man hier aufmachen? Ja. Ach, hier geht auch noch eine Tür. So, jetzt bringe ich das wahrscheinlich zum Feuer. Das lag hier. Hier drauf lag jo. Das. Dann bringe ich das mal zum Feuer. Alter, du machst recht Nordic Walking, ey. Ja, muss auch ein bisschen beeilen. So, nur für dich zur Info hier, bevor du rausgehst. Das hier kann man jetzt verändern. Ich weiß noch nicht, was das macht. Aber da steht jetzt nicht mehr, mach keine Dummheit. Ja, okay. Dann tue ich das hier mal in den Ofen. Geht das? In die Küche? Diese Mucke, Alter. Vor allem. Hier ist ein Ofen noch. Dass die sich halt überträgt mit. Ah, hier hing auch das andere dran. Nee, geht nicht. Wenn dann, ne? Ja, oder Linksklick. Oder hier drinnen noch. Linksklick hatte ich jetzt nicht probiert. Nö. Linksklick ist E und Rechtsklick ist V. Muss ich vielleicht einfach kurz warten? Ja, vielleicht muss man einfach daneben stehen. Richtig. Richtig durch da. LOL. Hä? Hast du das ja eigentlich gesehen? Was denn? Da ist noch eins. Da ist das mit dem Dreieck für die Garagentür. Wo denn? Das war hier links neben dem. Hier dran. Am Kamin dran. Genau. Krass. Ich steck das mal ins Garagentor rein. Ja, vielleicht kann man da was, einen Bunsenbrenner oder so nehmen. Platzieren. Achso, nee, dann kann man den nur rausfahren. Das ist ja die Garage hier. Alter, die Mucke, ey, ich mach mal den Dings raus. An sich witzig, aber die beißt sich so mit dieser Atmosphärenmusik. Ja, das stimmt. Hä? Okay, kann man hier noch was machen? Hammer oder so? Der ist Z, weil oben jetzt Z ist. Schade. Ja, vielleicht muss man das auch abkloppen oder so. Hä, was müssen wir damit machen? Das Logischste sehe ich ja nicht. Ist komplett eingeeist. Ah, das Logischste wäre, wenn man das halt echt in den Kamin oder so tut. Gibt es hier irgendwo einen Bunsenbrenner oder so? Hier unten ist ein Werkzeugkasten. Mit dem Interagieren? Ja, weiß nicht. Ich habe die Hände voll wahrscheinlich. Reifen gewechselt. Also, warte, ich guck nochmal sicher, ob ich Steuerung nicht, dass jetzt daran hapert. Keybindings. Interact E, Crouch C, Push to Talk, Sprint, Wavy Mode. Nö, okay. Ja, vielleicht muss das aber irgendwie wirklich heiß machen. Aber die Frage ist halt, wie? Die Tür gibt keinen Zentimeter nach. Also eigentlich müsste es ja so auch enteisen, tut es aber nicht. Oh, vielleicht oben auf dem Schornstein legen? Vielleicht geht das? Oh ja! Abtesten, auf jeden Fall. Das wäre echt merkwürdig, anstatt es einfach in den Ofen legen zu können. Gut, ja, aber du weißt ja, wie das manchmal so bei so Games ist. Wo ist denn der Schornstein? Hier? Jetzt habe ich wieder die Mucke. Was ist das hier? Siehst du ja irgendwo was? Feuer, warme, ne? Ja, also das Einzige, was ich halt, was wirklich nach Feuer aussieht, ist das, was halt innen drin ist. Ja. Gibt's vielleicht irgendeine. Was ist das hier eigentlich für eine Hütte? Wo bist du gerade? Ich bin gerade im Auto drin. Achso. Die. Ja, die geht halt noch nicht auf, weil ich weiß, dachte mir auch schon, was damit passiert. Vielleicht kann ich das ja irgendwo reinstecken. Nee, wo wäre noch eine Möglichkeit? Nur da, hier. Ne? Oder nee, auch drin. Drin haben wir auch noch einen ganzen Raum. Guck mal, siehst du das? Komm mal hier, kann ich zeigen? Moment, falsche Taste. Da. Komm, tu es. Zeig drauf, mit meinem Finger. Ich weiß auch nicht, ob du siehst. Da ist noch so ein Rad. Hast du da schon dran gedreht? Okay, du hast ganz woanders hingezeigt. Okay, dann passt das nicht. Pass auf dem Dach, unter der Antenne. Wenn du da einfach stehen bleibst, gerade dürftest du mich jetzt sofort auf dem Dach sehen. Ah ja, Tatsache. So, hier. Ja. Jo, das geht da vorne in die Ecke rein. Das ist auch so ein Rad noch. Das geht hier. Nice. Dann kann man vielleicht. Das geht nicht hier. Okay, eins, dann. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Doch, eigentlich schon. Hä? Moment. 1, 2, 3. Du würdest auch sagen, dass das hier fünf Ecken sind, oder? Man sieht ja. Ach so, ja, klar.
Würde ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5. Habe ich auch. Ich gehe nochmal rein und guck mir die andere Tür da an. Mach das. Vielleicht die Farbe wichtig? Ja, das kann natürlich auch noch sein. Ja, man muss das locker auftauen, aber wie? Also, jo, hier passt das an der Tür drin. Obwohl das ein Minus war. Okay. So, gibt's hier einen Bunsenbrenner. Aber hier kann man die Koordinaten einstellen, um ihn zu finden. Ja gut, aber wir müssen ja trotzdem... Ah! Ne? Wir müssen ja trotzdem... Das ist ja, also, die Technik, ne? Die lässt hier zu wünschen übrig. Ist locker in Deutschland irgendwo. So wie hier die Digitalisierung ist, ey. Alpha... Ah! Jetzt? Hä? Jetzt ging es? Einfach? Ja, hier ist eine heiße Fläche. Siehst du die? Ah, und damit ging es, ja. So, und da muss man genau drüber hovern. Naja, gut. Ah, ja, und jetzt liegt's da auch. Ja, wie nehme ich es jetzt runter, ohne mich zu verbrennen? Ja, wahrscheinlich musst du kurz warten, bis es... Naja, glaube ich jetzt nicht. Glaube ich jetzt maximal, nicht. Maximal ist die Hand weg. Aber dann hast du auch die andere. Stimmt. Aber es hat 5 Ecken. Take. Jo, das ist für draußen. Ja. Lass jetzt das kurz machen. Alter, die Mucke. Die Mucke ist halt echt krass. Und es ist ja gerade Oktoberfest. So. Ja, geht. Nice. Ja, lass erst hier gucken, bevor wir mit dem Auto losfahren. So. Was ist das hier? 4, 8. Die sind nummeriert. Ja, ich hab 8, 7, 5. Müssen wir die vielleicht gleichermaßen anmachen? Dass du 7 und ich 7 machst? Okay, können wir machen. Okay. 3, 2, 1. Okay, dann 4. Okay. 3, 2, 1. Ich hab keine 4. Echt nicht? Nee, ich hab 8, 7, 5. Hab ich eine 6? Nee, hä? Oh, jetzt ziehen wir mal alle runter, was passiert dann? Na gut. Vielleicht in einer bestimmten Reihenfolge? Also 4, 5, aber da fehlt die 6. Ah, du kannst sie auch wieder hochmachen. Warte mal, was ist hier aus? Nee. Ah, Moment, die gleichen Nummern gibt's hier drin, glaube ich, noch bei dem Wagen. Ah! An dieser Zapfsäule. Da steht drauf, minus 8, minus 4 und minus 4. Jo, guck mal, der Behälter ist jetzt auch voll. Ja, dann ist ja alles gut. Oder? Vielleicht müssen wir... Ja, ich könnte rein. Ich könnte rein, da steht aber, we need to pinpoint the final destination. Ja, das müssten wir wahrscheinlich an der Wand machen, wo man die Koordinaten in den neuen Raum machen kann. Mhm. Sonst zum Aufladen der scheiß Hütte. Dann gibt's zweimal eine 4. 8, 4. Ja, ja. Minus 8, 4, 4. Nee, du hattest keine 4. Aber warum denn auch minus? Weißt du, wie schmal? Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht insgesamt? Nee. Also 16? Ja. Wir haben zweimal 8. Ja gut, 8. Dann wäre 7 und 2 wären 12. 7 und 5 sind 12 plus 4. Wir haben zweimal 8, können wir drücken. 16. Ah ja, dann lass du das benutzen. Okay. Gucken. Jetzt ist hier leer. Ach so, jetzt kann ich aber die... Nee, man muss die grüne Linie treffen. Yo. Ah, okay. Pass auf. Ja, aber pass auf, das reicht wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss ich jetzt zu dem anderen Ding gehen und du musst mir sagen, wie viel ich wegtun muss. Ja. Mach mal anstelle einer 8 eine 7. Das kriege ich hin. Oh. Gemacht. Okay, dann anstelle... Okay, nee. Dann mach mal eine 8... Wie viel muss denn weg? Eins. Eins muss weg. Eins muss noch weg. Ja, wahrscheinlich muss ich alle hoch machen. Und dann... Und dann mach ich den mal weg. Ja, jetzt muss noch ein weg. Okay. Und den. Ja. Ich habe jetzt aber alle Hebel mal hoch gemacht. Ich glaube, so wäre dann... Oder wie rum? Oh. Ich glaube, wir müssen zusammen... Ich hab's. Ja? Ja, sehr einfach gut. Random. Okay, cool. Wir müssen jetzt die... Also das Auto ist an, hier ist Licht an, Motorengeräusche. Jo, so, jetzt Ziel müssen wir die, genau. Hast du es auf Deutsch? Ja. Na gut, so viel macht es jetzt auch nicht aus, aber... Muss hin, da. Gehen wir mal einmal angucken. Okay, Charlie 755, gibt's das hier drauf überhaupt? C. C... Beta 754. Jo, Beta 755 wird's geben unten bei Home.
vielleicht C hier drunter? Nee, A. E145. Was ist E gewesen? 164. Ah, C753 habe ich gefunden. Warte mal. Nee, scheiße. Nee, ich will zurück machen. Wie geht das zurück? Ja, wir müssen das gleichzeitig machen. Jeder muss einen machen. Achso, ja, mach mal hoch. Achso. Und wenn der weg ist, dann... Ah, okay, Meter, wenn der weg ist, geht wieder runter. Meter 754. Jetzt mach mal hoch. Wohin denn? Ja. Nein. Ah, okay. Du die musst hoch machen zu 7. Hier oben, das dritte von oben auf der linken Seite. Ah, ja, das da. Ist das Latitude. Okay. Das dritte von oben C, genau. Jo. Dann haben wir wieder was getroffen. Treffer. Ja, das war das erste. So. Dann Delta 195. Also D195. Hier ist D196. Das müsste ja dann genau daneben sein, oder? Ja, okay. Also wir können auch. Ah, nee, hier ist D95 direkt über dem Rad auf der linken Seite. Ah ja. Longitude aller. Wir sagen mal Y-Achse. Genau. So, und X-Achse. E169. Das wäre. Ah, ich sehe es. Okay, warte. Ja, okay, das ist halt einfach der scheiß Turm. Ich glaube, wir müssen einfach. Aber wir müssen eins nach dem anderen. Nee, hä? Müssen wir die Sachen in der richtigen Reihenfolge machen? Wahrscheinlich müssen wir erstmal markieren. Hinfahren. Zurück. Also jo, da alles sein. Erledigen. Dann heißt Turm. Das war das Erste. Wobei das Home ist jetzt nicht mehr markiert. Ja, ist die Frage, ob das. Ich glaube, auf der Rückfahrt braucht man Home. Soll ich mal zum Auto gehen, gucken, ja, was da jetzt ist? Ob man da jetzt rein kann? Weil das ist auf jeden Fall jetzt die Koordinate, die er als erstes angesagt hat. We need to pinpoint the destination first. Ja, aber die Destination. Ja, vielleicht müsst ihr doch Home machen. Ja, okay, mach mal, warte. War so. Okay. So, jetzt haben wir quasi Hin- und Rückweg. Muss man das jetzt vielleicht irgendwie einspeichern? Okay. Ja, das Ding ist. Vielleicht müssen wir hier noch irgendwas machen. Dass das irgendwie aufgeschrieben wird oder eingespeichert wird irgendwie. Aber wie? Oder müssen wir die tatsächlich die Koordinaten alle auf der Map jetzt gerade nach in der richtigen Reihenfolge. Haben wir ja, eigentlich. D195, E169, das wäre der Turm. Vielleicht haben wir eben daneben gemacht. Ein bisschen. Probier nochmal, okay, auf D195. Hä, und dann geht's weg. E164. Hä? D164? Echo. 169 hab ich. Ja, stimmt, 169. Entschuldigung, ich hab unsauber geschrieben. Das ist ja gut, dass ich auch nochmal. 481, dann hätten wir nochmal 481 und 447. Ist das jetzt ein Rätsel irgendwie, dass man das vielleicht in ein Ziel mixen muss? Komm, wollen wir mal das letzte einfach mal machen, um zu veranschaulichen, wo das ist? Weil wir haben jetzt die Hütte oben, den Turm. So, dann lass uns einfach mal gucken, was das letzte ist. Beta 481, das ist da oben, das vierte von oben. Und Charlie 447. Ist hier das fünfte von rechts. Gehe ich mal nach oben. Ah, das ist diese komische Scheiße da. So. Aber wahrscheinlich von den drei Punkten in der Mitte, das wäre hier die Höhle mit den Steinen. Jo. Also, dann, ne, wenn man die Mitte nimmt von diesen drei Punkten. Jo. Dann wär's. So, jetzt da. Home halt noch. Und jetzt Home. Ja, wahrscheinlich erst Home. Nee. Gar nicht Home. Den Turm, den Kiss from irgendwas, die Hütte und dann die Höhle. Ach so, man kann immer nur drei markieren, aber weil wir Home hatten, war der Turm das dritte und somit falsch, weil wir. Ah, okay. Ja, aber da, Entschuldigung. So. Nö, lag an mir. So. Ja, eigentlich ist okay, das Haus, dann. Aber ist ja egal wahrscheinlich. I see. Bisschen höher. Aha, siehst du?
So, ey, Bram und ich sind halt. Wir machen so Speed-Dings, Speedruns. In allen möglichen Spielen, ihr könnt uns buchen. First try. First Mach's try. Auf Partner, jetzt können wir fahren. Jo. Nice. Ja, andere Spieler brauchen dafür 2 Stunden, aber. Ja, easy haben wir das gemacht. Kommentare sind wahrscheinlich wieder voll mit, oh, heimlich, gucken die Videos davon. Ja, haben vorher schon so ein Full Let's Play geguckt, aber es hat 12 Stunden gedauert. Nee, Walkthrough, ich hasse es, wenn Leute mal labern dabei. Ja. So Let's Play ist echt kacke. Ja, ist einfach nervig, ey. Dann kommen sie sich auch so lustig vor. Amen. So. So, was passiert hier jetzt? Ja, aber bisher, also ja, so die ultra krassen Rätsel waren das jetzt noch nicht. Nee, bist du auch im LAN? Hast du einen schwarzen Bildschirm? Ja. Ja. Ich bin auch gespannt, ob man jetzt nochmal getrennt wird. Also ob man quasi jetzt sogar losfährt. Ja. Und was das hat passiert. Auch am meisten Bock gemacht, so dieses Signal zum Beispiel zu finden. Das hat am meisten Bock gemacht. Das ist schon ein krasser Autofahrer. Ja, das ist eine krasse Cutscene hier, Cinematic. So, Jetski, aber da kann nur einer drauf, oder? Was heißt Jetski? Snowmobile hier. Ja, Mama. Nee, geht gar nicht. Okay. Ah, wahrscheinlich müssen wir die jetzt finden, wenn die hier vorne sind. Alter, wie du gehst, ey. Oh, yo. Ich habe irgendeine Nachricht. Yo, ich habe oben rechts im Buch. Oh lol, da kommt ein Leuchtsignal. Siehst du? Oben rechts. Ja, okay. Ja, da vorne. Es fliegt. Wahrscheinlich müssen wir da hin. Aber da geht's nicht direkt hin, wa? Ne, wahrscheinlich durch den Berg. Jo, hier geht's auf jeden Fall ganz easy runter. Das Signal bleibt jetzt auch hängen. Das fliegt nicht mehr runter. Doch, ganz langsam, glaube ich. Jo, stimmt. Da ist die Zeit, die tickt. Wenn unten ist, kommen Werwölfe und zu Fleisch nehmen. Ah, oh, schade für die. Schnell mal Nordic Walking hin. Man muss ja Gas geben, weißt du? Einfach richtig die Beine trainieren. Außer so die Hüfte so. Oh, klassisches Norwegen. Ja, ich gehe mal voran, Bram. So, jetzt bin ich auf. Oder als ob der so richtig sauer wäre. Okay. So. Fahrstuhl? Nee. Jetzt wohl gerne. Nee, hier brauchen wir Feuer. Ahaha, sieh ja! Bin im Fahrstuhl, ne? Jo, stimmt. Der hat funktioniert. Oh, jetzt geht der andere hoch und runter. Ich komme mal wieder runter. Hier. Oh, okay. I see, okay, ich geh erstmal hoch. Ja, so, warte. Jetzt geht meiner runter. Ich bin raus, jetzt kannst du hoch. Nice, okay, also man muss sich hier aufteilen. Nice. Jo, so, ich bin jetzt, ja, links. So. Oh, hier ist jetzt ein Wagen. Hier ist bei mir noch ein neuer Aufzug. Damit fahre ich einfach mal hoch. Ja, mach mal. Kann ich nicht, damit fahre ich runter. Tschüss. Nicht bis da ganz unten, aber. Einfach neu runtergefahren. Ich habe hier auch noch einen Fahrstuhl. Mach mal hoch. Hoch geht bei mir. Jetzt habe ich noch einen Fahrstuhl. Hier ist ein Scheißklo. Da kann man seine Eier. Oh ja! Moment, wenn du den Fahrstuhl, den musst du nochmal resetten. So? Ja. Und jetzt? Jetzt fahre ich nach oben. Okay. Müssen uns halt gegenseitig nach oben. Kannst du aussteigen? Quasi. Kannst du aussteigen? Nee. Bist doch höher. Jetzt kann ich aussteigen. Okay, bist du? Jetzt bin ich auch, ja. Ah, jetzt fährst du wieder runter. Ah, okay. Das ist ein bisschen hier richtig krass. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Nee, okay. Ja, jetzt bin ich auch weit oben. So, ich stehe auf dem Fahrstuhl drauf. Oh, ja, hier ist auch ein Fahrstuhl, der ist ziemlich weit unten. Uff. Ey, also ein Fahrstuhl müsste auf jeden Fall noch nach oben gefahren werden. Um 1. Ich glaube, wir haben unten einfach was. Ja, okay. Ich fahre nochmal runter und guck da, ja? Bleib du mal da. Okay, dann bleib ich kurz hier. Wie ist es jetzt? Jetzt verändert sich hier gar nichts. Okay, warte. Probier weiter. Weil ich hatte hier noch einen Fahrstuhl. Achso, warte. Ja, okay. Warte. Aha, okay. Ja, warte bitte, warte. Ja, ich warte doch. So. Sekunde. Da runtergefahren. Ah, da unten läufst du rum.
Bist du weit unten? Ja, aber beide Fahrstühle. Ah! Kann ich da rein? Ich glaube, da kann ich rein. Ich muss nochmal hoch. Warte. Ja, ich warte doch. Ich stress doch auch gar nicht. Aber wenn das jetzt mal langsam was werden würde, wäre das ja auch nicht schlimm. Also der Fahrstuhl, der hat sich hier bei mir jetzt noch nicht bewegt. Ja, 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 ja. Warte bitte. Ich wollte das nur nochmal gesagt haben. So, hier ein hoch, ich Dulli. So, warte. Geht nicht. Nicht hoch. Sekunde. Ja. Okay. Warte nochmal kurz. Ich probiere gerade noch was. Ich habe mir gerade nochmal den Fahrstuhl angeguckt, der steht noch an der gleichen Stelle. Ja, 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 ich weiß. So. Ja, ist ja scheiße. Also, kannst du noch irgendeinen anderen bewegen? Ich glaube, du musst jetzt auch einfach mal was machen, Bram. Ja, ja, das Problem ist, das kann ich nicht. Pass auf. Du hast mich quasi eingesperrt. Ja, ich sehe, wo ich hin muss. Ich muss hier hin und da, aber der tut sich nicht. Du kannst nicht zurück. Aktuell nicht. Aktuell hast du den kannst Fahrstuhl, du der mich... zurück? Nee. Kannst du jetzt zurück? Nee, der Fahrstuhl kommt noch 2 Etagen hoch. Ich... Okay. So? Jetzt könnte ich zurück, ja. Okay, mach mal. Der Fahrstuhl ist auch noch unten. Okay, soll ich damit noch weiter nach oben fahren oder nach unten? Bin mal ein nach unten gefahren. Noch ein? Noch ein. So, jetzt fahren wir irgendwo hin, wo du noch nicht warst mit dem. Nee, du musst zurück. Du musst zurück. Du musst zurück. So. Du musst zurück zu dem Fahrstuhl, wo du vorher warst. Nee, da komme ich aber nicht hin. Okay, wie kommst du da hin? Ja, pass auf. Du hast mir den Aufzug gerufen, ja? Ja. Also der hier. Ja, ja. Den habe ich jetzt wieder nach ganz oben gemacht, so wie ich einsteigen konnte, bevor du mich eingesperrt hast. Okay, ja. So, ich steige jetzt in diesen Fahrstuhl ein und fahre damit zweimal nach unten. Ja, da kannst du raus. Bis hierhin. Dann kann ich raus. Ja. So. Ich könnte mit dem aber noch weiter nach unten fahren. Da war ich noch nicht. Okay, dann mach das doch mal. Habe ich jetzt gemacht. Jetzt könnte ich die Stufen einfach wieder nach oben laufen, um mich selbst zu trollen. Echt? Ja. Ja, vielleicht ist es nützlich. Also, mein vielleicht. Problem ist, der Fahrstuhl, in dem, also der vorletzte Fahrstuhl, bis ich nicht weiter kann, der wurde ja auch, den haben wir uns ja auch gegenseitig gesteuert. Ja. Und bei dem müsste ich noch einen hoch und dann wäre alles geil. Das heißt, theoretisch, nochmal, Ausgangssituation von eben, dass du einen Fahrstuhl einfach weiter zurückkommst. Ah, okay, ich verstehe, was du möchtest. Pass auf, dann damit mache du meinen vorletzten quasi steuerst. Noch einer höher. Pass auf, dann mache ich den einen höher, zwei höher muss ich den machen. Dann steigst du aus, gehst zu dem, wo du vorher warst. Ja, den kann ich nicht, den hast du einen nach unten gefahren. Kannst du den noch einen höher fahren? So? Jo. Geil. Und den jetzt hoch? Ja, nee, runter. Runter, Entschuldigung. Ja. Nochmal. Warte. Noch ein? Noch ein, jetzt. Nee, geht nicht. Ich bin ganz unten. Hä, aber. Oh, warte, dann mach ich mal runter und spring ich aufs Dach. Also bei dir hoch. Also ich mach hoch. Ja. Wird. Versuch ich. Weiter hoch? Nee, das Ding ist, ich wollte aufs Dach springen, aber hier sind jetzt Schranken. Ja, aber da muss ich ja irgendwie hochkommen. Tu ihn bei mir nochmal bitte. Hoch, hier ist Dynamit angezeigt. Okay, also. So? Ja, ja, jetzt! Nochmal runter bei dir. Noch eine runter? Okay. Ehre. Weiter okay. Runter gerne ich nicht. Ja, jetzt alles geil. Jetzt kannst du wieder dahin, wo du hergekommen bist. Also wieder so weit, wie es geht für dich. Jo. Nice, Bram. So, ab nach oben. Okay, ich habe jetzt ganz viele neue Möglichkeiten. Okay, und ich stehe jetzt hier ganz oben quasi eingesperrt zwischen zwei Aufzügen. Beide sind ein zu weit unten. Du kannst da nicht weiter. Nee, ich kann nicht mal weiterlaufen. Scheiße mit Reis. Dann kann es sein, dass wir, bevor wir jetzt hier hinkommen, wo wir jetzt sind, Ausgangssituation von vorher ändern müssen, von vorher. Warte mal, ich könnte hier noch was machen. Passiert was bei dir? Jo. Geil.
Hier ist ein Aufzug, bei dem ich noch nicht vorher war, nach unten gegangen. Moment. Kannst du das nochmal zurückmachen, was du gerade getan hast? Ja. Und dann kann ich mal ganz kurz die Seite wechseln. Jetzt macht das wieder zurück. So? Ja, Moment. Moment. So, hier war das raus, wa? Weit weg. Jo, hier war das raus. Jo, so. Hier ist ein neuer Aufzug. Eine Sekunde, mit dem kann ich jetzt nach oben fahren. Mach. Okay. Ja. Mach, wie weit du kommst erstmal. Ich bin so weit oben, wie ich konnte. Okay, und was gibt's da? Gar nichts. Ich glaube, ich kann diesen Aufzug an diese Position nur bringen, um dich irgendwo hinzubringen. Okay, dann machen wir das. Dann geh nochmal zurück. Genau, jetzt warte. Jetzt noch einen weiter in dieselbe Richtung. Das kann ich nicht. Okay, den dann kann muss ich nur wieder auf den drauf springen. Dann mach ihn nochmal hoch. Ein. Nice. Jetzt mach ihn einen runter. Geilo Family. So, jetzt komme ich weiter. Und hier ist jetzt, okay. Kannst du jetzt irgendwo hin wieder? Ja, jetzt fahre ich ganz nach oben wieder. Nein, komm auf, Zug fahr schneller. Sehr gut. Shit, jetzt ist der Aufzug, mit dem ich dir gerade geholfen habe, im Weg. Ja. Oh, da vorne ist der neuen Aufzug. Geil. Den du gerade steuerst. Mal, ich guck mal, ob ich da hinkomme. Der war eins zu weit. Kann ich? Ich bin am Ende, tatsächlich. Ich leider noch nicht. So dann? Okay, aber das müsstest du jetzt eigentlich. Warte. Ich gehe nochmal hier auf Ausgangsposition. Jo, den Aufzug. Moment, ja? Nee, Moment. Ach, das ist dein Aufzug, den ich da die ganze Zeit gesehen habe. Nee, hier sind zwei nebeneinander. Du musst da irgendwas in der Nähe haben. Irgendeine Kette, wo ein Aufzug dran ist und da müssen wir uns jetzt koordinieren. Irgendwas Neues. Oder ein ganz alter, dass du halt nochmal. Ja, ich bin gerade ganz zurück. Ja, aber theoretisch, bei mir war es immer so, dass ich mich immer weiter vorarbeiten konnte irgendwie durch diese Prozesse jetzt. So, Moment, kann ich den ganz nach unten fahren? Aussteigen? Das wäre natürlich der Shit. Nee, also ich kann hier den Fahrstuhl, den ich jetzt neu habe, natürlich bewegen. Ja. Das heißt, wenn du da... Aber du kommst keinen mehr zurück, ohne dass ich dir helfe, wa? Doch, warte. Geil, warte. So, passiert da irgendwo was? Jo. Dir? Gut ist. Okay, Moment. Würde dir das irgendwas bringen, wenn ich hier ein bisschen rumspiele? Das. Moment, was, wenn ich da vorne nochmal reingehe? Dann komme ich da nicht mit mehr. Gute Frage. Moment. Mach den nochmal. Moment, immer wenn du hochgehst, gehe ich runter, wa? Also fahr du nochmal runter. Einmal. So, Moment. Man kann ja immer aufs Dach oder rein. Ja, nee, ich kann nur auf einem einzigen aufs Dach. Okay. Der Aufzug hier, pass auf, den ich jetzt steuere, ja? Ja. Siehst du bei dir irgendwas? Ja. Den kannst du das aktivieren und den einmal quasi jetzt verändern. Okay, ja. Geht das noch? Ja, geht easy. Hoffe ich. Kannst du den einen hochmachen? Also bei dir runter? Ja, Moment. Jetzt renne ich da kurz wieder hin. Bei mir runter? Ne, ich kann so machen. Hilft dir das? Eventuell. Mach nochmal einen hoch. Ne, höher geht er nicht. Der Aufzug geht nur einen hoch und einen runter. Bei dir runter, sorry. Ach so. So, noch einen runter? Das geht auch nicht. Okay. Dann mach ihn jetzt bei dir einen hoch. Mach bei mir einen hoch. Okay. So. Ich glaube, wir arbeiten uns gerade zurück, ohne dass wir es checken. Wahrscheinlich, ja. Scheiße. Ja, dann geh nochmal. Weil das Problem ist halt, ich hänge in dem Aufzug jetzt fest. Ja, ich kann hier jetzt noch Sachen machen. Ja, genau. Wenn du so machst, jetzt kann ich aussteigen. Okay. Aber jetzt kommst du wahrscheinlich nicht mehr weiter, oder? Ja, aber hier waren wir. Also, ich glaube, ich arbeite mich gerade wirklich zurück. Ja, genau. Okay, also hilft uns das nicht. Dann ist das nicht die Lösung. Ich war gerade schon am Ende. Sprich, an irgendeiner Stelle. Ja, pass auf, die Problematik, die ich hier habe, um dir mal zu erklären, ist der Aufzug, mit dem wir uns gerade gegenseitig wieder zurück quasi bringen. Der hier, ja? Das ist dein letzter, oder wie? Das ist der Aufzug, über den ich drüber laufen muss, um zum letzten zu kommen. Okay. Und den letzten steuerst du, sobald du hier durch bist. Aber dann. Ich glaube, das könnte ich hinkriegen.
wenn ich den jetzt für dich zurecht mache. Ja? Warte, nee. So, Moment, so wär okay jetzt. Ja, dann mach doch mal. Ja, jetzt laufe ich kurz nach unten. Moment. Dauert jetzt kurz, dann muss ich mit dem ganzen Scheißturm nach unten laufen. Um unten in den Aufzug einzusteigen. Ich muss das dann einfach ausprobieren, das kann man sich nicht merken. Vor allem, weil die alle gleich aussehen. So, jetzt fahre ich nach ganz oben. So, und jetzt müsstest du den Aufzug einmal einen nach oben setzen. Okay. So, jetzt kann ich über den Aufzug drüber laufen, quasi zum letzten Aufzug. Okay. Und wenn du den jetzt wieder einen runter machst, wäre ich hier eingesperrt, genau vor dem letzten Aufzug. Okay, also ich kann jetzt eine Weile was machen. Das ist schon ein krasses Game irgendwie schon wieder. Auf deinem Weg dahin, ne, wo du jetzt bist, ja. Hättest du da auch hinkommen können, indem du zum Beispiel nicht, beispielsweise über einen Aufzug rüber gehst, sondern durch ihn durch oder andersrum? Die Schranken sind zu. Wenn der Aufzug. Okay. Jetzt sind die Schranken die ganze Zeit zu. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Du bist jetzt eingesperrt, ne? Ja. Okay, aber das ist vielleicht ganz cool. Und ich kann ja auch nichts drücken. Ja, ist vielleicht ganz cool. Okay, wirklich. Ich kann halt jetzt auf den Aufzug, der neben deinem Aufzug war. Also den allerletzten. Das ist Karma, weil ich eben große Fresse hatte. Ich glaube, es ist irgendwie so, dass wir im Prozess irgendwo in der Mitte was koordinieren müssen, damit wir dann irgendwie jetzt am Ende beide ans Ziel kommen von wegen, okay, du kannst durch, aber ich kann drüber oder andersrum. Pass auf, dann, wenn ich den hier runter mache, hilft dir das irgendwas? Nein. Oder? Warte. Weil den Aufzug, den ich jetzt gerade steuere, also ich bin immer noch im gleichen, ja, ich fahre den gerade nur hoch, einfach nur damit du siehst, welcher sich bei dir bewegt. Ja, ja. Den kann ich auf zwei Ebenen. Ich kann den quasi nach ganz unten fahren, die Treppe wieder hochlaufen. Okay, okay, okay. Lass mich mal gucken. Ob ich da irgendwie noch ran... Nee, hier ist ja Endstation. Ich kann den noch zweimal runterfahren. Nee, jetzt bin ich wieder hier. Ach so. Ja, Bram, das ist tricky. Ja, ist kompliziert, dachte ich mal. Nee, also läuft bei mir so nicht. Lol, welches. Jetzt fällt mir das auf. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Aufzüge, glaube ich, die gleich sind, gleich das gleiche Bodensymbol haben? Ja. Was ist das für ein Bodensymbol? Nee, auch bei an den Schranken. Da ist manchmal eine Spitzhacke, TNT, so eine Truhe mit einem Monster. Nee, so ein Monster mit Diamanten im Maul. So können wir uns vielleicht ein bisschen besser koordinieren, wa? Ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, wie viel uns das bringt, weil... Also pass auf, dann kann ich dir sagen, welchen Aufzug ich brauche. Ja. Also, der Spitzhacke, der auf Diamanthaut Aufzug, ja. Der muss in der Position sein, wie er jetzt ist, damit ich weiterkomme. Okay. Während der... Moment, der Bollerwagen mit der Kohle drin Aufzug, ja. Den kann ich in drei Positionen sogar bringen. Und zwar in diese... Oder in... Ja, aber zu dem komme ich noch nicht. Zu dem kommst du noch nicht. Es muss vorab etwas noch geben, was du einstellen könntest. Irgendwas Drittes. Okay, ich habe noch Explosion. Dynamik geil, einfach. Geil. Den brauche ich die ganze Zeit. Okay. Hoch oder runter? Hoch. Also bei dir runter. Geil, so reicht schon. Und jetzt kannst du ihn auch wieder zurückbringen. So, und du kannst es trotzdem bei dir da noch weiter, wie eben, ja? Ja, genau, ja. Ehre. Ja, dann... Den du eben in etlichen drei Positionen ändern konntest, der, ja, der Bollerwagen mit Bollerwagen. Der Kohle drin. Der muss bei mir hochgehen, heißt bei dir runter. Den kann ich zweimal nach unten tun. Geil, perfekt. So. Jetzt bin ich schon deutlich, deutlich weiter. Wie ist es bei dir jetzt wieder mit dem Fahrstuhl mit der Spitzhacke? Der Fahrstuhl mit der Spitzhacke steht jetzt noch richtig. Ich könnte da jetzt einfach drüber laufen noch. Okay, weil der müsste bei mir, höher gehen. Okay, ja, das kann ich ja machen, trotz alledem. Ja, temporär. Moment. Ja, ja, Moment, Moment, lass mich kurz dahin laufen. Ah, ne, scheiße, kann ich gar nicht. Der ist zu hoch. Der ist jetzt gerade zu hoch. Ja, ich kann ja, ich komme, die Spitzhacke, der auf Diamant kloppt, oder auf Kohle, komme ich nicht dran. Der hängt in der Luft. Okay, dann muss ich den einfach gleich umstellen. Dann müssen wir noch einen zurück. Warte, ich gehe nochmal in den von eben rein. Ist für dich cool, wenn ich mit dem jetzt runterfahre. Ja, ich muss nur ganz da unten laufen.
So, weil jetzt kann ich... Ach so. So, warte. Jetzt müsstest du mir den Dynamitaufzug nochmal ein Hochhaus bei dir runter machen. Jo. So. Und jetzt wäre ich an dem Aufzug... Den du ja eben... Welcher war das nochmal? Der mit der Spitzhacke, genau. Der musste... Der muss bei dir nach oben. Ja. Das ist fein, das kann er auch. So, so jetzt könnte ich den gleich für dich, wenn der Weg jetzt wieder komplett hinläuft. Ja, dann jetzt wieder TNT ein hoch, geil. Nice, jetzt, genau, Ehre. So, reicht. Jetzt gehe ich in den anderen. Jetzt gehe ich in den Spitzhackding und mach dich da drüber. Warte, ich fahre jetzt erstmal mit dem anderen nochmal zwei hoch. So. Ja. Jetzt warte, warte, warte. Ja, ja, ja. Ja, warte bitte. Jetzt, genau, geil. Spitzhacke. Nee, ist Gucci so. Geil, ich kann hier durchlaufen. So, und jetzt bin ich im letzten Fahrstuhl. Okay, und jetzt. Das ist jetzt, der mit der Monster. Komm, pass auf, jetzt kommen wir zu meinem Problem. Ja. Jetzt müsste der Spitzhacken-Aufzug noch einen höher. Das wäre voll fein für mich. Ja, cool. Aber ich komme gerade an den nicht ran, weil bei mir ist das Dach. Das heißt, ich müsste nochmal zurück. Ja, mach ja nichts. Und das kann ich ja alleine, so. Dann sitzt du halt kurz fest, glaube ich. Ja, aber das ist okay. Ah. Okay, nee. Du musst nochmal mit... Okay. Nee, ich weiß aber. Du musst nochmal mit mir gemeinsam zurück, weil ich fahre dir den nochmal hoch. Nee, den brauche ich nicht. Ich kann laufen, ich habe Treppen. Ach so. Okay. Dann musst TNT. Du nochmal zum TNT kommen. Und den einen hoch machen. So, wir müssen uns merken, dass der so gleich enden muss. So. Der so kann er nicht enden. Dann hänge ich in dem fest. Ja, dann musst du vorher raus. Aber ich kann den so hinfahren, glaube ich. Egal, der muss jetzt für mich nochmal einen hoch. Moment, einen hoch. Ne, ich kann nicht mehr tiefer. Okay, also, jo, jetzt hast du mich einen nach oben gefahren. Also bei dir nach unten. Bin gerade hier am Schauen. Ja. Also. Oh, Junge, was ist das für eine Scheiße? Das Problem ist dieser letzte Fahrstuhl, ne? Über den wir gerade sprachen. Ja. Ah, warte, da kann ich den. Ach nee, warte mal. Okay, ich muss da irgendwie anders hinkommen. So. Sekunde. Boah. Das hab ich. So, jetzt du hast den TNT nach unten gefahren. Jetzt sitzt du nicht mehr fest, oder? Oder? Der muss ich sitze nicht fest. Kannst du in... Bist du im TNT drin? Nee, ich stehe davor. Kannst du in den Rhein? Da rein? Nee, kannst ich kann nicht steuern? In den Rhein. Nee. Okay, kannst nicht du so in ihn rein? Ja. Geil, dann geh mal rein. Okay. So, kannst du ihn jetzt noch einen runter machen? Einen hoch machen bei dir? Genau. So, und jetzt nochmal einen runter. Einen runter. Ehre. Jetzt kannst du ja auch wieder raus, ne? Nee. Nee. Nee, okay. Jetzt hänge ich da drin. Aber jetzt habe ich hier den... Ah, der ist nur ein. Kann ich da echt zwei hoch machen? Scheiße mit Reis. Ich könnte... Moment. Geht das? Nee, das hilft mir gar nicht, wenn ich hier bin, weil von hier komme ich ja. Ich bin hier reingegangen, Alter, und bin mit dem nach unten gefahren. Also mein Problem ist, den du brauchst, diesen Monster Beiß auf Spitzhacke Aufzug, an den komme ich nicht ran, glaube ich. Es sei denn, wir probieren eben nochmal was aus, wie wir gegen Ende waren. Ja. Okay, ich muss dir jetzt einmal helfen, oder? Du müsstest... Sitzt du gerade fest? Nee, ich sitze nicht fest. Oh, warte mal. Ich kann einfach laufen. Ich kann überall hin. Nur nicht zum Ziel. Dann mach nochmal bitte den TNT bei dir runter. Okay. Und so, jetzt. Noch ein? Noch weiter geht nicht. Ach so, ja, ist fein. Jetzt mach ich wieder einen hoch. Mach ich einen hoch, jetzt kann ich wieder aussteigen. Jetzt... Geil, okay, danke. Oh, Moment, ich habe noch eine Idee. Ich könnte noch einen höher gehen, wenn dir das hilft. Nee,
glaube nicht. Du könntest den jetzt einen nach unten machen. Ich erreiche den jetzt gar nicht mehr. Ach so. So, aber ja, jetzt komme ich... Jetzt bin ich am Fahrstuhl mit der Monstertruhe. Kannst du wieder zu dem hin? Ich kann ihn jetzt für dich einstellen. Ja, mach, zieh dir mal einen runter. Also fahr dir mal runter. Bei dir. Nicht mit der Monstertruhe, mit der Spitzhacke, wa? Achso, ja, aber ich meine ja, jetzt wäre ich bei der Monstertruhe. Ja, aber ich brauche die Spitzhacke, um zur Monstertruhe zu kommen. Okay, die Spitzhacke... Muss bei mir einen hoch. Scheiße. Warte, okay, du stehst davor, ja, alles cool. Nee, aber so komme ich da nicht wieder hin, glaube ich. Okay, ich kann das für dich... Nee, jetzt... Scheiße, Mann! Also jetzt brauche ich wieder den TNT-Wagen bei dir einen runter. Ja, pass auf. Das kriegen wir hin. Wir machen Folgendes. Ich fahre den einmal so, ja? Einen hoch. Kannst du den jetzt einen runterfahren? Nee, weil ich stehe... Nee, dann musst du ihn nochmal kurz bei dir einen runter machen. Okay, Moment. Jetzt musst du ihn... noch einen runter machen, damit ich rein kann. Okay. Geil. So, jetzt können wir pass das auf. Machen. Pass auf, Moment. Nein, nein, das war zu schnell. Ich mache nicht drin. Ach so, Entschuldigung. So, ja? Ja. Pass auf, jetzt mach ich mal was ganz Neues. Ich kann den nämlich jetzt zweimal hochfahren. Ja. Moment. Jetzt steige ich aus auf der anderen Seite. Jetzt kannst du den runterfahren. Du meinst bei dir runter? Nee, genau, bei dir hoch. Den TNT. Moment, nur einmal. Nur einmal. So, pass auf. Jetzt steige ich nämlich auf den Aufzug drauf. Jetzt kannst du ihn nochmal runterfahren. Jetzt müsste der für dich gut stehen, oder? Ja. Ja, gut. Ich bin auch cool. Ja, aber... Der Spitzhackenwagen, den kann ich dir jetzt trotzdem nicht zubereiten. Weil dafür müsste ich auf den TNT-Wagen drauf. Okay, was kann ich dir da Gutes tun, damit du auf den drauf kannst? Du könntest, ich müsste den jetzt einen runterfahren. Nee, du müsstest den jetzt einen runterfahren und dann wieder hochfahren. Ja, ich sitze dann, ja gut, okay, das wird nichts, der hängt einfach in der Luft. Der hängt damit machen? Ja, der hängt gerade einfach in der Luft. Das heißt, du müsstest den erstmal bei dir einmal runterfahren, damit ich überhaupt einsteigen kann. Jetzt könnte ich einsteigen. Ja. Ich kann den jetzt einmal runterfahren oder einmal hochfahren bei mir. Ja, einmal runterfahren ist geil. So. So. Jetzt, und jetzt kann kannst du ihn wieder hochfahren. Ja. Und jetzt also, wieder runter? Nee. Weil dann hänge ich da drin fest. Scheiße. Moment, ja, aber so oder so muss ich an diesen Kack-Spitzhackenwagen ja nochmal ran. Jo, also fahr ich jetzt erst einmal runter. Ja, genau. Jetzt veränderst du den Spitzhackenwagen einmal. Genau. Der musste bei dir hoch? Genau, der muss bei mir nach oben. Das heißt bei mir runter. Jo, er ist nach oben gefahren. So, hier habe ich eine Treppe, wodurch ich wieder hochgehen kann. Das ist fein. Das heißt, ich kann jetzt aber mit dem TNT-Wagen nach oben fahren? Nein, nein, nein. Jetzt. Jetzt. So, so jetzt und wie brauchtest du den jetzt nochmal? Den TNT, der ist mir egal. Okay. So, das heißt, wir gehen jetzt in den... Nein, 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 da musste ich vorher mal rein. Da musst du vorher rein, Entschuldigung. Jetzt kannst du machen, was du machen musst. So, ich fahr jetzt da ganz oben. Und kann jetzt über... auf den... Bin ich. Ich bin auch an dem Spitzhacken-Ding vorbei, weil der jetzt richtig stand. Ja. Und bin jetzt bei Drache beißt Kristall. Gut, warte. Fick meine... Jetzt ist der Spitzhackenwagen für mich die Kacke. Der müsste jetzt einen hoch bei mir. Geht das? Jetzt, okay. Weil dann wäre alles gut. Lass mich das ganz kurz abchecken, ob ich das irgendwie hinkriege. Ne, scheiße. Du hast mich jetzt hast du mich komplett eingesperrt. Der Bollerwagen ist, müsste nach oben, damit ich überhaupt wegkomme. Weil aktuell kann ich nur auf den Spitzhacken-Ding drauf. So? Nee, noch ein. Noch ein, sogar. Auch zwei sind da, leck mich am Arsch. Oh, nee, Moment. Einen runter? Ich stelle mich mal auf den Bollerwagen drauf, einfach nur. Jetzt fahre ich mal wieder runter. Hier bin ich zwar an einem neuen Ort, aber hier bin ich eingesperrt, hier kann ich gar nichts tun. Bin jetzt quasi in dem Turmhäuschen ganz oben drin, direkt unter dem Getriebe. Ich dachte, vielleicht kann ich von hier aus noch was machen, aber das geht nicht. Ja, noch runter? Also bei dir hoch. Und einen noch.
So. Jetzt könnte ich... Ja, wow. Ich könnte jetzt... Ich stehe unter dem scheiß Spitzhackenaufzug. Kommt aber nicht ran. Okay, wie kämst du ran? Wenn der bei dir einen nach oben gefahren wäre. Ja, aber du brauchtest ihn doch so, wie er jetzt ist. Ja, genau. Das ist die Krux an der Geschichte. Ich brauch den so, wie der jetzt ist, und du brauchst den so, wenn er bei mir unten ist. Warte mal, ich glaube, der Schlüssel ist der letzte. Weil das Ding ist, ich glaube, einer von uns muss in den letzten rein und einer muss auf den drauf. Damit alles davor passt. Ich kann aktuell auf den drauf. Ich könnte in den rein. Wie wäre es denn andersrum? Weil ich habe den ja jetzt extra für dich so hingefahren. Dafür müsstest du den einen hochfahren. Das heißt, wir gehen alles nochmal zurück. Ich fahre den einen runter bei mir. Dann könnte ich aufs Dach und du könntest rein. Ja. Und dann probieren wir jetzt nochmal hier hinzukommen. Okay. Dann mach das ganz kurz. Gut. Das heißt, ich müsste jetzt mit dem Bollerwagen einen runterfahren. Geht das? Ich bin ja eh nicht drin. Achso, super. Gut. Jetzt müsstest du den TNT-Wagen einen runterfahren bei dir. Jo, kommt jetzt. Gut. Ehre. Das ist alles Gucci, geil. Und wieder hoch. Nee, warte. Jetzt müsstest du... Wie bin ich jetzt nochmal zu dem angekommen? Also ich hing gerade in dem TNT-Aufzug fest. Ja. Hm, schon ein guter Aufzug. Sieht gut aus. Du hängst in dem TNT-Aufzug fest. Genau. Okay. Dann mach den mal... Ich kann den nur nach oben fahren bei mir. Ja, dann mach mal ein. Jetzt könnte ich aussteigen. Ja, mach mal und fahr ihn wieder... Nee. Ich könnte noch einen nach oben fahren. Ja, mach mal. Wenn du möchtest. Nee. Doch! Nochmal zurück, bitte. Nochmal zurück. Nee, ist Bullshit. Hä, wie war denn das jetzt nochmal? Also mein Problem ist, ich stand eben auf zwei verschiedenen Ebenen, konnte ich mir gucken. Den am Schacht des Monster beißt Diamant, ne? Monsteraufzugs. Aber er ist zu weit oben. Ja, für den Monsteraufzug habe ich halt, da konnte ich bis jetzt dann... Moment, der ist zu weit oben? Ja. Ja, Moment. Warte mal ganz kurz. Aber merkt ihr die Position, weil da musste er einfach, die Position, die er jetzt hatte, da musste er einfach nur einen runter am Ende. Aber der Monster bei Stingsaufzug steht bei mir genauso wie vorher. Ja, genau. Aber wir müssen ihn ja einen runterkriegen, wenn wir auf Endposition sind. Ach so, ja. So, aber ich kann den gar nicht bewegen, ich komme da nicht rein aktuell. Das heißt, du musst den Monster bei Diamantaufzug bewegen. Ja, wie kam ich denn zu dem hin? Ich muss irgendwo nochmal hoch. Okay, kannst du zum Bollerwagen kommen? Ich bin im Bollerwagen drin. Geil, fahr den mal runter. Nee, bringt mir das was? Doch, ja. Oder? Ich kann den noch weiter runterfahren. Ja, mach mal. Ich muss es gerade nur noch mal durchblicken. Ja, ist gut. Jetzt bist du ganz oben und ich bin ganz unten. Ja. Okay, so. Bringen wir mich erstmal wieder weiter, okay? Ja. Weil ich muss ja zu dem kommen. So, du müsstest mich jetzt einmal... Du müsstest den TNT-Wagen einen hochkriegen. Okay. Jetzt wieder einen runter. Okay, warte kurz. Nee, scheiße, oder? Nee, scheiße. Hä, wie kriege ich denn den scheiß Spitzhackenwagen? Schieb den nochmal hoch, bitte. Warte, achso, kann ich das selber. Nochmal einen runter, bitte. Nee, ich stehe ja nicht drin. Achso, warte. Also du hast... Kannst du jetzt rein?
Jetzt kann ich rein, ja. Geil. So, jetzt mal bitte nochmal bei dir einen runter. Ach nee, Moment, noch runter? Noch weiter runter kann ich nicht. Hoch, sorry. Bitte noch einen hoch, wenn du möchtest. Jetzt, nee, jetzt bei dir runter. Okay. So, jetzt ist mein Problem. Ich bräuchte jetzt den Spitzhacken-Fahrstuhl. Einen hoch. Oder zwei. Ja, pass auf. Dann kannst du das selber machen, weil ich hänge immer noch im TNT-Dings fest. Nee, kann ich nicht. Achso, okay, dann fahr ich jetzt aber mit dem. Okay. So, also was du machen könntest. Also in den Spitzhacken komme ich safe nicht rein. Denk nämlich einfach bei mir in der Mitte auf halber Höhe in der Luft. Okay, in dem musst du aber reinkommen. Das heißt, wir müssen dich da hinkriegen erstmal. Dafür müsstest du den runterfahren. Beziehungsweise bei dir einen hochfahren. Dann kann ich Da drin sitze. Oh, ich bin so dumm. Warte. Ich kann hier über eine Treppe. Das hatte ich nicht gesehen. Sorry. Ich fahre jetzt einen hoch. Jo. Jetzt kann ich da einsteigen. Jetzt kannst du einsteigen. Jetzt fahre ich den hoch für dich. Geil. Jetzt einen hoch. Also bei dir runter. So. So, jetzt bin ich an der Truhe. Ja, genau. Und den machst. Ja. Der musste einen runter. Insgesamt. Genau, bei mir damit halt einen hoch. Genau, so. Ja. Jetzt müssen wir wieder hin zurück. Genau, jetzt musst du wieder in den Spitzhacken einsteigen. Okay, den einen runter machen, richtig? Ja. So. So, jetzt kann ich über die. Jetzt wieder zum TNT-Aufzug. Ja, Moment. Moment, bleib bei dem Spitzhackenaufzug. Den musst du jetzt einmal umändern, bevor du zum TNT gehst. Ja, kann ich. Ja, mach. Wohin? Ja, noch bei dir nach unten. Okay. So, und jetzt kann ich nach ganz oben. Zweimal die Treppe, okay. Moment. Jetzt kann ich ganz nach oben fahren. Nee, ich muss erstmal. Nee, du musst mir erstmal beim TNT helfen. Ja, ich wollte einmal nur gucken, ob der Aufzug hier richtig steht. Jo, der Aufzug würde richtig stehen bei mir jetzt. Ja, du musst nur einmal zum TNT nochmal. Ja, ich komme zum TNT. Ja, wir haben es jetzt, das war einfach. Ja, Moment, dauert nur ganz kurz. Ey, der war zu weit. So weit wollte ich nicht runterfahren. So, TNT. Einmal nach unten für dich. Du läufst drüber. Ja. Und ich fahr wieder hoch. Geil. Jetzt fahr ich nach ganz oben. Warte, da muss ich erstmal rein. Ja. Okay? Ja, okay. Ja, Moment, ich muss hinfahren. Jetzt bin ich ganz oben. Gut, steig aus. Bin ich. Jetzt bin ich auch vorbei und jetzt kann ich in den Drachebeiß-Diamantaufzug einsteigen. Warte, jetzt muss ich erstmal zurückfahren. Ja, so, warte. Scheiße. Aber ich komme hiermit an einen neuen Ort. Ja, an den letzten. Achso, ja, ich könnte jetzt in die Mine reingehen. Ja, fahr nochmal zurück. Moment, nee, ich kann hier mal drücken. Ja, ich weiß, aber das müssen wir beide gleichzeitig drücken. Achso, das müssen wir beide machen. Shit. Wir müssen beide ans Ende. Fahr noch mal einen runter. Bitte noch weiter runterfahren vielleicht? Jo, könnte ich. Nee, bringt aber nichts, weil so war es ja eben. Wir wollten den ja. Nee. Vielleicht kann ich ja mit dem runterfahren. Kannst du den von da irgendwo, wo du jetzt rumprobierst, den Spitzhackenwagen ändern? Nee, ich kann den Spitzhackenwagen nur ändern, nachdem du ihn mir gegeben hast. Ja, das müssen wir machen. Warte, ich schreibe mir das auf. Also, mach bitte den Monsterwagen nochmal so, wie er eben war, als du ihn vorgefunden hast. Jo, habe ich getan. Gut, dann gehen wir jetzt in den Bollerwagen. Dings. Jo. Den müsstest du einmal bei dir nach unten fahren, damit ich da rein kann. Das war noch deutlich weiter, der ist ganz unten bei mir. Noch zwei Etagen. Jo, jetzt kann ich da einsteigen in den Bollerwagen. Mach das. Kann nach unten fahren. Ja. So, und jetzt kann ich zum TNT.
Oder den Bollerwagen weiter runter und kann trotzdem zum TNT. Nee, geh mal zum TNT und fahr den einen runter bei dir. Ja, mach ich. Spitzhack ist dir jetzt noch egal, ne? Ja, ja. Jetzt könnte ich in den Spitzhacker wieder einsteigen. Nein, wir gehen jetzt einfach wieder zurück. Wir gehen jetzt einfach wieder zurück, dann passt alles. Pass auf, du fährst mich mit dem TNT jetzt wieder einen runter, also eine hoch bei dir. Geil. So, jetzt machst du es wieder so, dass du in den Bollerwagen kommst. Aber jetzt komme ich über den Spitzhackenwagen nicht mehr drüber, wa? Ich könnte jetzt in den Spitzhackenaufzug einsteigen. Nee, nee, aber du kannst doch... Kannst du jetzt nicht zum Bollerwagen gehen? Doch, kann ich. Kann ich einsteigen. Okay, mach hoch mal. Oder runter? So, dass du wieder auf die letzte Ebene kommst. Hab ich gemacht. So, und du kannst da jetzt nicht weiter, weil der Spitzhackenwagen im Weg ist. Weil der eben nicht da ist. Okay, und wie wäre er da? Bist du eben durch ihn durch oder übers Dach? Übers Dach. Also um hier weiterzukommen auf der höchsten Ebene, muss ich über das Dach des Spitzhackenwagens laufen. Ich könnte jetzt ja, aktuell nur in den einsteigen. Na, aber dann muss der noch einen höher, weil du kannst ja auch durch ihn durchlaufen. Das geht aber nicht. Nee, du musst ja... Das Ding ist nämlich, bei mir eben war der 2 zu weit unten. Der Spitzhacken, der auf Diamant klopft, Wagen, der geht bei mir nur eine Etage. Warte mal, nee, der... Damit ich zum Monster Aufzug komme, hätte der Spitzhacken eben ein höher gemüsst. Und so habe ich ihn jetzt eingestellt. Jetzt würde ich zum Monster kommen. Ja, ich nicht. Ich kann jetzt höchstens in den Spitzhackenwagen rein. Kannst du den TNT nochmal einen hoch machen, bitte? Achso, also bei dir einen runter. Moment. Also was wir noch gar nicht probiert haben, ist... Warte mal. Wir können dafür sorgen, dass der immer so steht, der TNT-Wagen. Nee, dann komme ich nicht zurück. Ja, aber du musst ja vielleicht gar nicht zurück, wenn du einmal weiter bist. Oh, warte mal. Das haben wir zumindest noch nicht probiert. Warte mal. Vielleicht kann ich... auf den Monsterwagen drauf... Jo. Dann kann der ja wieder einen runter, einen hoch. Warte mal. Würdest du jetzt eigenständig, wir können jetzt den Spitzhackenwagen. Ja, wenn du den einen runter machen. Jetzt komme ich eigenständig bis dahin. Ja, kommst du wieder eigenständig bis zum Monsterwagen? Ja. Mach das mal. So, Moment, stehe sofort davor, muss so einen langen Gang rennen, aber kann da jetzt einfach reingehen. Mach mal, und dann fahre ich mal bei dir einfach runter. Noch ein? Noch ganz viele? Ich kann ja noch ganz viele runter machen. So reicht. Ah, ich bin echt zerquetscht. Nochmal einen runter. Ja, so. Geil, jetzt bin ich am Ende. Ja, Moment, dann kann ich auch. Jetzt fahre ich ganz nach oben, bin auch am Ende. Das war zu leicht. Okay, dann drücken wir jetzt den Schalter. Ja, Moment, ich muss noch fahren. Das dauert alles ein bisschen. So, jetzt können wir den Schalter drücken, ja. Jo. Hey, da bist du. Ja, mach, drück den scheiß Hebel, du Affe. Oh, easy! Errungenschaft freischalten, rauf, runter. Ja, dann würde ich sagen, ist ein guter Abschluss. Ist ein guter Abschluss auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, ja, lasst auf jeden Fall definitiv ein Like da und bis zum nächsten Mal.